Die funktionelle Anatomie und Biomechanik sind die Grundlagen für das Verständnis jeglicher sportlicher Leistungsfähigkeit, aber auch für das Verständnis der Pathophysiologie am Bewegungsapparat. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana zu später Stunde. Ich möchte Ihnen heute mal ein Video der besonderen Art präsentieren. Und zwar, es soll heute mal um ein Event gehen, das morgen stattfinden wird, morgen in der Dominikanischen Republik um 21 Uhr, Deutschland dann demzufolge 5 Stunden vorher, und zwar auf Netflix ausgestrahlt. Es geht um den Kampf zwischen Mike Tyson und einem jungen Mann, Jake Paul. Den habe ich zuvor noch nie gehört. Und warum interessiert mich dieses Thema? Als Experte für Biomechanik, für Anatomie, als ehemaliger Sportphysiotherapeut, können Sie mich wirklich nachts, egal zu welcher Uhrzeit, wecken und mir einen Bewegungsablauf zeigen. Und ich kann Ihnen sofort, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, sagen, welche Muskeln, welche Gelenke sind hier involviert, sind schwach, woran müssen wir arbeiten. Das ist die Grundlage, die ich von jedem Sportphysiotherapeuten, von jedem Osteopathen erwarte, dass er das wirklich aus dem Stegreif beherrscht. Das ist nicht exkulpabel. Und ich habe mir die beiden Kontrahenten, Iron Mike, Mike Tyson, muss man wahrscheinlich nicht vorstellen. Und ich möchte kurz hier meine Einschätzung abgeben. Und zwar, ich kann es nicht nachvollziehen. Wir werden heute überall belogen und betrogen. Überall. Da gibt es fast keine Ausnahmen. Ob das die Partnerschaften sind, ob es die Politik ist, ob es die Verbesserungsspritzen sind, unser krankes Gesundheitssystem. Aber auch, finde ich, im Boxen, im Sport werden wir seit vielen Jahren belogen und betrogen. Ich habe mir diese Videos während des Trainings eben kurz angeschaut. Und wie gesagt, bei Mike Tyson, was mir auffällt, ist eben, dass er eine ungeheure, nach wie vor für mich unerreichte Koordination hat. Dieses Auspendeln der Schläge, diese Flexibilität, die er immer noch hat, und die Schlagkraft, die sind für mich nach wie vor einzigartig. Dennoch gibt es einige Dinge, die mir auffallen. Seine Hüften haben nicht mehr die Beweglichkeit, der ist sicherlich dem Alter geschuldet. Insbesondere denke ich, dass die Gemelli und die Musculi obturatori und Piriformis sicherlich etwas hyperton geworden sind aufgrund der im Alter sich einstellenden degenerativen Veränderungen am Hüftgelenk. Dann sind die Iliosakralgelenke etwas steifer geworden, insbesondere die Region L5, S1. Das noch nicht so dramatisch wäre. Was aber für mich auffällig ist, er ist stark kyphotisch geworden im Vergleich zu früheren Jahren. Das bedeutet für das Boxen einmal, der Pectoralis Minor, der Muskel, der am Prozessus Coracoideus ansetzt, Ursprung von der Rippe, 1. bis 4. Rippe, zieht die Scapula in eine protrahierte Haltung. Wir haben also im Schultergelenk, was das ja wesentlich die Scapula thoracale Gleitebene ausmacht, die Funktion der Schulter und damit die Schlagkraft und die Reaktionsfähigkeit am Ende, auch die Scapula thoracale Gleitebene muss hier berücksichtigt werden. Bei älteren Patienten findet man häufig eine anteriore Elevation. Wir haben Schultergelenk, anteriore Elevation, posteriore Depression. Oder posteriore Elevation, anteriore Depression. Nur diese 4 Positionen haben wir eigentlich in der Scapula thoracalen Gleitebene. Wenn wir jetzt Mike Tyson nehmen, dann sehen wir häufig, dass der Musculus subclavius
hyperton geworden ist aufgrund der protrahierten Position. Ich weiß nicht, ob Sie es vorstellen können. Und dadurch kommt die Clavicula in eine Innenrotation. Diese Innenrotation lässt das Schultergelenk weniger stabil erscheinen und führt dazu, dass hier in der Scapula thoracalen Gleitebene Ansätze und Ursprünge, vor allem der Rotatorenmanschette, hier vorne, subscapularis, aber auch hinten, infraspinatus, teres minor, der teres major gehört nicht dazu, hier nicht mehr die gleiche Stabilität im Schultergelenk gewährleisten. Und damit sinkt die Geschwindigkeit. Es sinkt aber auch die Schlagkraft. Bedeutet also, im Endeffekt haben wir durch die protrahierte Position und die Veränderung der scapulothorakalen Gleitebene mit den Schulterblattfixatoren, die Rhomboideen, Trapezius mit seinen drei Anteilen, aber auch der Serratus anterior, eine eingeschränkte Ventilation. Die Rippen sind nicht mehr so beweglich. Und im Alter, wissen wir, haben wir auch eine verminderte Herzleistung. Die Mitochondrien gehen mehr in die Fissur als in die Fission, weil wir Veränderungen der mitochondrialen Regulatorproteine haben. Aber dennoch sehe ich Iron Mike als ganz klaren Favoriten. Er hat nach wie vor eine ungeheure Koordination. Er hat eine Schnellkraft. Er hat, was für mich ganz entscheidend ist, relativ kurze Femur. Der relativ kurze Femur sorgt für eine Explosivität aus den Knien heraus. Das heißt, er kann seinen Rectus Femoris, Quadriceps, Vastus Medialis, Vastus Lateralis, Rectus Femoris, wie bereits gesagt, und Vastus Intermedius explosionsartig einsetzen, um aus der Hocke nach oben zu kommen. Und das ist entscheidend. Das geht bei seinem Kontrahenten Jake Paul weniger, weil er hat einen relativ langen Femur. Ein Nachteil, den Iron Mike hat, er hat eine lange Unterschenkel, lange Tibia. Und Sie sehen, wenn Sie sich seinen Unterschenkel anschauen, das war schon früher so, da hat er eine relativ wenig stark entwickelte Muskulatur an den Unterschenkeln im hinteren Kompartiment. Und auch die tiefe Muskulatur scheint mir hier eher hyperton zu sein, was eher von Nachteil sein dürfte. Also Gastrocnemius oberflächlich, Soleus wenig stark entwickelt, dafür meistens hyperton, Flexor digitorum longus, Flexor hallucis longus und Flexor digitorum longus und tibialis posterior. Das sind die Muskeln, die meistens hyperton sind und die sorgen dafür, dass wir nicht gut wegkommen, dass wir uns nicht so wirklich schnell bewegen können, was Mike natürlich kompensiert aufgrund seiner kurzen Femur und die Schnellkraft, die er dadurch anbringen kann. Aber die ist nicht mehr so, wie sie früher war. Wenn ich mir den anderen Kollegen anschaue, Jake Paul, den ich zuvor noch nie gesehen habe, fällt mir auf, dass der junge Mann, und ich weiß nicht, ob Sie es auch gesehen haben, sich überhaupt nicht bewegen kann. Für mich als Bewegungsexperten ist das, ich möchte fast sagen, ein Desaster. Bei diesem Mann gibt es kein Punktum Fixum. Er scheint wie ein Muffin. Das heißt also, damit Muskeln kräftig kontrahieren können, brauchen wir Stabilität am Thorax. Die scapulothorakale Gleitebene muss stabil sein. Die Iliosakralgelenke müssen stabil sein. Die Lendenwirbelsäule muss stabil sein durch stabile Bänder. Und mir scheint hier, dass hier weder Schnellkraft noch in der Form irgendeine Art von Koordination abgerufen werden kann. Kurz und gut, der junge Mann erinnert mich so ein bisschen an die Klitschko-Brüder, die sich auch in keinster Weise bewegen konnten, wenn man sich das angeschaut hat zu früheren Zeiten, maximal mea culpa, wenn ich das so sage, dann hat einem das als Bewegungswissenschaftler wehgetan. Und ein ähnliches Gefühl habe ich, wenn ich mir heute diese Videos anschaue von Jake Paul. Dieser junge Mann kann sich in keinster Weise bewegen. Keinerlei Koordination, keinerlei Schnellkraft
Gut, erschwerend hinzu kommt natürlich, dass er am ganzen Körper mit Farbe verschmiert ist. Das hat Maximilian Mea Culpa auch an der Stelle, das werden einige auch nicht gerne hören. Je mehr oder Menschen, Männer, vor allem Männer, die stark tätowiert sind, haben einen großen Nachteil. Diese Dummheit, Entschuldigung, führt dazu, dieses unbedachte Handeln führt dazu, dass wir unsere Androgenrezeptoren durch die Farbe blockieren, dafür die Östrogenrezeptoren E1, E2 sensibilisieren. Auch die Leber leidet darunter und die Katecholöstrogene, wo werden die abgebaut? Hepatisch. Das heißt, vielleicht auch ein Nachteil, warum wir diesen Jake Paul so als Muffin wahrnehmen, so als hätte er eine starke Aromatase, was ich natürlich nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wie ist seine Funktion, was die intranukleären Transkriptionsfaktoren betrifft, also der Androgenrezeptor. Das sind alles jetzt schon mal Spekulationen. Aber aus meiner Sicht sieht der junge Mann sehr, sehr feminin aus, sehr weich, wenn man das so möchte, so ein bisschen skinny fett. Und es weist mich entweder darauf hin, dass seine Mitochondrien nicht gut funktionieren, was wir auch wiederum sehen bei Männern, die stark tätowiert sind. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Ja. Wir haben natürlich alles, was wir im Leben tun, hat seine Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen durch starkes Tätowieren ist eben, dass wir unsere Androgenrezeptoren negativ beeinträchtigen, beim einen mehr natürlich, beim anderen weniger, je nach genetischen Polymorphismen der Detoxikationskapazität, der SOD2, also menganabhängig, selenabhängige Superoxidismutase, Glutathionperoxidase, Glutathionestransferase, M1P1, T1, ja, das sollten Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie meine Videos kennen. Also was möchte ich Ihnen an der Stelle sagen? Ich halte diesen Kampf morgen, wenn er tatsächlich als ernsthafter Kampf ohne vorherige Absprache ablaufen sollte, was ich mit einem erheblichen Aspekt des Zweifels belegen möchte, halte ich den klaren Favoriten aus meiner Sicht, aus biomechanischer, funktionell anatomischer Sicht, ganz klar auf der Seite von Mike Tyson. Was natürlich berücksichtigt werden muss, ein älterer Mensch hat nicht mehr die mitochondriale Kapazität und ich sehe das Herz als eines der größten Hindernisse, was bei Mike Tyson zu einem nachteiligen Ergebnis im Sinne eines Glückstreffers von Jake Paul bedeuten könnte. Allerdings halte ich Jake Paul auch für wenig schlagkräftig in dieser Hinsicht, um hier einen Knockout hervorzurufen bei Mike Tyson. Da wird es dann wahrscheinlich eher zu einer Aufgabe kommen, weil hier kardial nicht mehr die Leistung erbracht werden kann, weil die Mitochondrien im Alter einfach nicht mehr so funktionieren wie in jungen Jahren. Kommt natürlich darauf an, auch hier könnte man sehr, sehr viel arbeiten. Ich denke, Mike Tyson hat hier die richtigen Leute gewählt, die richtigen Therapeuten aufgesucht. Man hat ja einiges gehört, sicherlich auch was Wachstumshormone betrifft, was Testosteron betrifft oder auch Peptide wie MOTS-C beispielsweise kann man hier sehr, sehr gut einsetzen. B7-33 könnte man einsetzen, aber ganz klarer Favorit an der Stelle ist für mich Mike Tyson anhand der Schnellkraft, anhand der fantastischen Koordination, die nach wie vor ihresgleichen sucht. Und sowas habe ich als Bewegungswissenschaftler in früheren Jahren noch nie gesehen. Und heute immer noch beachtlich. Was darüber hinaus beachtlich ist, ist die Leistungsschwäche und das geradezu lächerlich infantile Auftreten von Jake Paul. Ich kenne diesen Mann nicht, aber die Bewegung, die Koordination zeigen mir als Bewegungsexperten, dass dieser Mann von Boxen nicht viel versteht. Theoretisch mag das so sein, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was ich an Bewegungen sehen kann, was ich an Schnellkraftentwicklung sehen kann,
was ich an Stabilität sehe. Ich sehe keinerlei Muskulatur. Gut, das ist ein Thema. Das andere Thema ist, ich sehe keinerlei Stabilität in den Hüftgelenken, in den Kniegelenken, in den Sprunggelenken. Es sieht so aus, hätte er eher eine Coxa valga wie eine Coxa vara, also einen relativ steilen Schenkelhals, der dazu führt, dass wir eher dann Plattfüße entwickeln. Das mag aber auch bei Mike Tyson so der Fall sein, nehme ich sogar an. Deswegen habe ich das Gefühl, dass Mike Tyson auch eine relativ schwach entwickelte Muskulatur hat, was die Gastrocnemie betrifft und den Soleus betrifft. Und das wird eben kompensiert durch die tiefe Flexorenmuskulatur, Flexor digitorum longus, Flexor hallucis longus und tibialis posterior, also Tom, Dick and Harry. Und die sind in der Regel hyperton. Deswegen ist die Muskulatur bei diesen Athleten auch extrem schmerzhaft. Ja? Und auch die kurze Fußmuskulatur, Flexor digitorum brevis, Flexor hallucis brevis, sind meist hyperton, was uns auch nicht gerade unbedingt dann zu einer verbesserten Geschwindigkeit führt, gerade wenn es um schnelle Bewegungen geht. Man sieht das auch bei Fußballern sehr häufig. Aber insgesamt ist für mich die kurze Femurlänge bei Mike Tyson und der kurze Oberkörper entscheidend. Das ist nämlich genau das Problem, warum die meisten Athleten nämlich auch keine Kniebeugen machen können, weil sie den Unterschied nicht verstehen. Wenn du einen langen Femur hast und einen kurzen Oberkörper, dann funktioniert es mit den Kniebeugen nicht. Ja? Oder wenn du einen langen Femur hast und auch noch einen langen Oberkörper, dann funktioniert es meistens auch nicht. Ja? Die Athleten, die einen kurzen Femur haben, die entwickeln eine ungeheure Schnellkraft. Lange Tibia, kurze Femur, ungeheure Schnellkraft in der Hocke oder aus der Hocke heraus. Und das ist aber Mike Tyson der Fall. Und das sehe ich als einer der wesentlichen Vorteile. Und natürlich die scapulothorakale Gleitebene. Was allerdings ein bisschen ein Problem ist, die protrahierte Haltung von Iron Mike im Moment, die dazu führt, oder als Konsequenz der hypertonen Muskulatur des Musculus subclavius, die costoklavikulären Bandverbindungen und die sternoklavikulären Bandverbindungen fibrosieren mit den Jahren. Das führt zu dieser Akzentuierung und natürlich die aufrichtende Muskulatur des Erector Trunki. Meine Damen und Herren, mein klarer Favorit an der Stelle ist Iron Mike und ich wünsche Ihnen morgen einen spannenden Kampf und wir werden sehen. Ich glaube es nicht, dass es ein wirklich fairer oder unbeeinflusster Kampf ist, denn wenn so viel Geld im Spiel ist, dann gibt es immer wieder irgendwelche Bastarde, die daran verdienen wollen. Genauso wie es dann bei den verschiedenen Pandemiespielen der Fall ist. Aber ich bin gespannt. Alles Gute und bis bald.